Liebe Berater, liebe Unterstützer, liebes Messemanagement, auch die Presse der Messe kommt jetzt vorbei. Du darfst dir natürlich ein Bier holen, das hast du dir verdient. Ja, was haben wir denn heute noch auf dem Themenkatalog? Ist auf dieser Veranstaltung schon alles gesagt? Wir glauben nein. Und wir, das sind die Leute, die hier sonst nicht so rumstehen, sondern das sind die Leute, die so mit ein bisschen Blick von außen versuchen, so die Hintergründe dieser Veranstaltung und der Branchen und dessen, was hier zu passieren hätte können sollen sein, beleuchten werden. Und deshalb ist der diesjährige Stammtisch ja so ein bisschen ketzerisch. Ja, da steht drauf, tschüss DMS Expo. Ja, da bin ich denn so angesprochen worden, will der hier die Messe in Grund und Boden reden, wird es das nicht mehr geben? Nein, das ist alles ganz anders. Ja, das ist nur gerichtet an diejenigen, die 21 Jahre lang mit dieser Botschaft DMS gelebt haben. Und heute ist ein trauriger Tag, weil wir feststellen müssen, dass diese Botschaft die Kunden nicht erreicht hat und dass wir die Chancen wahrnehmen müssen, zu neuen Ufern aufzubrechen. Deshalb werden wir uns auch nicht so sehr mit der Beerdigungsparty hier aufhalten, sondern es geht um neue Ufer. Aber am Anfang steht natürlich so ein kleiner Rückblick. Die DMS Expo hat letztes Jahr hier 20-jähriges Jubiläum gefeiert. 1993, kann man sich überhaupt nicht mehr vorstellen. Ne? So 1997 nur als Roadshow, dann die Zeit in Essen, dann sind wir umgezogen nach Köln, dann sind wir umgezogen, wieder in die Heimat zurückgekehrt nach Stuttgart. Das hat eine Tradition eines Drittels hier der Aussteller begründet, die sich alle mit dem Thema Enterprise Information Management im weitesten Sinne beschäftigt haben. Und wenn man sich so die Besucherstatistiken anguckt, dann ist man auch nicht erstaunt, dass viele der Besucher, die hierher gekommen sind, wegen diesen Themen gekommen sind. Archivierung, Dokumentenmanagement, Kollaboration, Enterprise Content Management. Aber Sie sehen, dieses Logo entschwindet, aber die Aufgaben und Probleme entschwinden damit nicht. Die Aufgaben und Probleme sind nämlich geblieben und sie sind größer geworden. Sie sprengen die Dimension dieses Puzzlestückchens, weil wir über die Grenzen des Puzzlesteins hinausdenken müssen. Ja, und dabei helfen mir heute eine Reihe von Kollegen. Wir wollten eigentlich hier zu sechs sitzen, aber Sie kennen das ja so mit der Grippe und der Sprachlosigkeit. Aber ich freue mich insbesondere, dass Thomas Belke heute hier ist. Thomas Belke, Thomas kommt vorne, ist von der Firma Box. Ja, kennt jeder so. Dropbox, Box, benutzt auch jeder. Was haben die denn hier zu suchen? Na, ganz klar. Ja, er wird hier die ganze Branche nerven, indem er hier, sucht hier ein Plätzchen, ganz einfach den Laden aufmischt. Einfach zu benutzendes Enterprise Content Management aus der Cloud. Ja, wenn wir heute sicherlich auch diskutieren und sozusagen als Advocatus Diabolus, freue ich mich, dass Winfried Felser dabei ist. Winfried Felser von der Kompetenzzeit. Der Einzige, der es wirklich geschafft hat, hier zünftig aufzutreten. Ja. Bitte um einen Sonderbeifall. Ja. Winfried habe ich deshalb eingeladen, weil der hat Erfahrung so mit Trauerfeiern. Er hat neulich erst so Industrie 4.0 beerdigt. Ja, das können wir vielleicht also auch hier bei der Beerdigung unserer geliebten DMS Expo gebrauchen. Ja, dann muss ich leider entschuldigen, meinen alten Freund und Wegbegleiter Hans Köhler-Krüner, der liegt im Bett, hat Fieber. Und das Schlimmste ist, er kann nicht reden, was er am liebsten tut. Irgendwie grassiert hier so eine Grippe, die das Reden einschlägt. Ich soll Sie aber alle herzlich grüßen und soll sagen, Sie versäumen nichts, weil der Gartner-Quadrant ist noch nicht raus. Also der Gartner-Quadrant kommt Ende nächster Woche raus. Wer sich den so frei downloaden will, guckt einfach auf die Projekt-Consult-Webseite. Die anderen sind da nicht immer so schnell. Also wie gesagt, schöne Grüße von Hans Köhler-Krüner.
Ja, und leider müssen wir auch auf meinen alten Freund und Wegbegleiter Stefan Pfeiffer verzichten. Stefan hat neulich in einem Blog noch geschrieben, ja, die DMS Expo war meine Lieblingsveranstaltung. Ja, und er blutet in der Seele, dass er heute nicht hier ist. Aber ich habe mir sagen lassen hier, Ihr Boxer macht doch eine ganze Menge mit IBM, können wir nachher mal drüber sprechen. Also die Flagge von IBM wird hier nicht untergehen, aber sie wird nicht im Sturme der Diskussion wehen. Ja, hätte sich mich auch die Frage gefallen müssen, warum ist auf einer Stuttgarter Messe für IT der größte Steuerzahler für IT in Stuttgart nicht mit einem Stand vertreten? Oh, ja, wo ist die IBM? Gut, können wir vielleicht nachher auch noch mal kurz drüber schnacken, ja, wie wir vielleicht alle anderen in dieser Branche ein bisschen besser motivieren, dass hier mal wirklich das gesamte Spektrum der Branche wieder da ist. So, als kleinen Exoten habe ich mir dazu eingeladen, Professor Thorsten Riemke-Gorski. Ich finde das ganz toll, dass er heute gekommen ist, weil eigentlich hat er andere Sachen zu tun. Ja, es hat gerade ein neues Institut gekriegt. Zum Thema digitale Transformation und das sogar global. Mehr Schlagworte konnte man in dem Titel des Instituts wahrscheinlich nicht unterbringen, Thomas, oder? Ganz genau so ist das mit den Schlagworten. Nein, Thomas hat gerade die Veranstaltung zu SharePoint, die parallel zu unserer Messe gelaufen ist, ich greife mit dran hier, zu Ende gebracht und wird so ein bisschen aus der Akademik und aus dem SharePoint-Blickwinkel hier versuchen, die Flaggen im Bereich der Collaboration wehen zu lassen. Ja, wir haben alle haben gelernt, in Deutschland darf man über Kollaboration reden. In Frankreich ist das immer noch tabu, oder? Ja, da muss man andere Begriffe haben, oder? Ja, last not least, mein alter Freund, Kurt Werner Sikora. Ja, kann man sich auch fragen, Kurt Werner, warum so unbekannt mit ECM hier? Warum weht die Flagge nicht hier? Weil SER ist nun mal die größte Enterprise Content Management Company in Europa, oder? Ja. Ja, wird doch Zeit, dass du hier mal das Wort erhebst. Ne? Wie wir das machen. Ja, such dir ein Plätzchen irgendwo, nur die Ecke hier vorne, die will ich. Gut. Ja? Gehst du den anderen Jungs rüber? Ja, natürlich haben wir hier unsere Runde ordentlich vorbereitet und ich habe mal von allen Teilnehmern nicht nur die Statements, die sie eben gelesen haben, eingesammelt, sondern mal gefragt, was könnte euch denn interessieren? Und da hatte jeder die Hausaufgabe, so mindestens 5 Themen zu nennen. Und dann kommen solche Sachen daraus, wie die Branche hat sich selber überflüssig gemacht. ECM hat wegen BioA und Mobile Devices entsprechend versagt, begraben wir nur das Akronym oder müssen wir auch die Branche? German Angst vor der Cloud, Arbeiten 4.0 als Verwaltungs- und Administrationsakt. Ja, passt doch schon mal gar nicht zusammen. Ja, Dokumentenbegriff, der Maschinenraum der Arbeit. Also ich glaube, wir haben alle Schlagworte so erwischt, die es gibt. Ja, nationaler Wohlstand hängt von der Digitalisierung ab. Unternehmerischer Erfolg ist recht. Mensch statt technisch für besseres Business. Ja, Hans hat geschrieben, eigentlich ist ECM wichtiger denn je, aber ist auch leider gescheitert. Können wir mal gucken, warum? Weil wahrscheinlich da oben, rechts oben, das ist von mir, Enterprise, also ECM ist immer falsch interpretiert worden. Das hieß immer schon Enterprise Chaos Management und hatte nichts mit Content zu tun. Mobile Nutzung ändert alles und hier auch mal wichtig, wir brauchen echte Chief Information Officer und nicht Rechnerverwalter. Aber dabei ist egal, wie wir das Kind nennen. Das haben wir uns noch ausgedacht. Usability ist natürlich Trumpf. Ja, und auch hier Messen, wie müssen Messen zukünftig funktionieren? Ja, und ganz wichtig, der Kernsatz, dieses Schlagwort Industrie 4.0 kann eigentlich nur mit vernünftigem Informationsmanagement funktionieren. Ja, und wenn ein ECM wieder als Akronym freigenommen worden ist, können wir das Change Management benutzen und. Und ganz unten in der Ecke, der SMAC-Stack ändert alles. Hier, wer kennt sich von euch mit Akronymen aus? Was ist der SMAC-Stack? Hier, sag mal, komm, nimm mal ein Mikrofon und sag mal, was ist der SMAC-Stack? Social, Mobile, Analytics, Collaboration. Guter Versuch. Wer möchte? Wer möchte? Wer möchte?
Ah, was ist der Smackstack? Ein mir unbekanntes Akronym. Hier, komm, Thorsten. Du weißt doch das. Was erzählst du deinen Studenten? Also ich hätte auf den Schokoriegel getippt. Schokoriegel? Ah, der Smackstack. Also, oder der neue Mac als S-Klasse. Der neue Mac als S-Klasse. Ja, das passt hier nach Stuttgart. Also Smackstack, Social, Mobile, Analytics. Und dann bist du beim letzten hängen geblieben. Ja, und das nimmt dir der Thomas lebenslang übel. Das steht für Cloud. Aber ist ja egal, wie wir diese komischen Akronyme interpretieren. Ne? Ja, das war ja mal unsere Idee hier, Enterprise Content Management. Ja, und da wird im Moment draußen diskutiert, wollen wir dieses Akronym noch haben? Da fühlt sich keiner mehr mit wohl. Ja, und deshalb haben wir hier heute eine formidale Trauerfeier. Haben wir da so ein bisschen Trauerkuchen? Ja, also zu einer Trauerkuchen habe ich dem Ulrich Schmidt versprochen. Ja, gehört natürlich Streuselkuchen. Und damit Sie sich wenigstens wohlfühlen und wenn wir hier uns betrinken, auch was zu beißen haben, kriegt jetzt jeder hier Streuselkuchen zur Trauerfeier. Ja, und damit können wir eigentlich anfangen. Ich lasse einfach mal alle Gesichter drauf, aber Sie müssen mit uns Fünfen hier Vorlieb nehmen. Das gibt Winfried Felser die Möglichkeit, mehr Redezeit zu akklamieren. Und ja, wohlfühlen. Fangen wir doch einmal mit dem Wohlfühlen an. Werner, du machst seit 30 Jahren machst du ECM und so einen ganzen Schrott. Fühlst du dich damit noch wohl? Ja, ich fühle mich wohl. Man muss nur überlegen, mit was man sich wohlfühlt. Und natürlich nicht mit dem ECM, wie man das klassisch kennt oder interpretiert. Sondern ich denke, man muss weg von der Diskussion um dokumentenzentrierte Prozesse oder was immer auch an Übersetzungsversuchen dann für ECM geliefert wird. Sondern man muss sich konzentrieren auf das, wofür wir das alles machen, auf die Aufgaben, die die Menschen lösen müssen. Also in meiner Welt ist ECM eine aufgabenzentrierte Welt. Gern von Dokumenten begleitet, okay, das stört nicht. Aber eine aufgabenzentrierte Welt. Und Aufgaben sind nicht nur längst Aufgaben von Menschen alleine, sondern Aufgaben von Organisationen und darüber hinaus von Staaten, auch von Staatengemeinschaften. Ich habe ein Flüchtlingsproblem, auch eine Aufgabe. Was machen wir gerade? Eine Flüchtlingsakte. Dann Sie vielleicht drüber lachen, aber es war notwendig. Wie soll das funktionieren? Eine Vorschaltapplikation, die das alles abdeckt, religiöse, ethnische, sonstige Merkmale. Also der Mensch muss Aufgaben lösen. Und in dem Maße, als da auch ein Dokument dazu gehört, kann es auch dann gerne noch von mir aus Dokumentmanagement genannt werden. Werner, nee, so passt das nicht. Also, wenn wir da mal an die Grundlagen gehen. Wir haben jetzt 15 Jahre lang eine saubere, ich habe hier so ein Ding, habt ihr das nicht hochgeschaltet? Hallo, geht das? Na super, also, wir haben 15 Jahre eine saubere Definition gehabt von ECM. Alle Anbieter, die sind hier rumgelaufen, haben entweder da eigene Sachen draus gemacht. Du hast das ja auch personalisiert, ja, IECM für ich bin ECM oder was anderes. Ja, also wir hatten eigentlich eine grundsätzliche Definition, was ein Endanwender erwarten konnte, wenn wir dieses Akronym in den Mund genommen haben. Aber jeder Hersteller hat immer gesagt, das, was mein Produkt kann, das ist ECM. Ja gut, ich habe viele Das machst Menschen, du gerade auch. Ja, ungern. Ich habe viele Menschen getroffen, die nicht verstanden haben, warum das so heißt. Und den meisten war es doch herrlich egal. Sie haben über ihre Arbeit gesprochen, sie wollten eine Lösung haben. Wir haben versucht, als SR in die Lösung zu geben. Aber das Akronym ECM hielt ich immer schon für eine Sache, die etwas sehr abstrakt beschreibt, was am Ende nicht den Kern trifft. Die Menschen, die ECM gekauft haben, haben ganz andere Dinge damit gemacht, als was man darunter verstehen würde. Und hätte die Branche aufgehört, sich in Akronymen zu verlieren und darüber zu diskutieren, ob denn DMS besser ist oder ECM oder whatever, dann hätte sie vielleicht etwas verstanden, markant zu beschreiben, was der Anwender versteht. Meine Sicht ist, Kommunikation ist das, was ankommt, ist nicht das, was abgeht. Oh, also wieder so Begriffe wie elektronische Akte oder Archivierung oder, ja, was denn? Im schlimmsten Fall, wenn er archiviert, Archivierung. Wenn er eine Akte macht, Akte. Wenn er was ganz anderes tut, beschreibt, nimm seine Aufgabe und nimm sie zum Gegenstand der Bezeichnung. Das ist der entscheidende Punkt. Sicht einnehmen von dem, der es kauft, der es bezahlt
Darin liegt die Chance der Branche, nicht Selbstverwirklichung. Ja, die große Vision von ECM war ja damals, dass wir eine einheitliche Definition haben weltweit. Wir leben in einer globalisierten Welt. Die Unternehmen sind ja nicht nur in Deutschland tätig, die haben ausländische Mutter, die agieren global. Ja, Digital Transformation, kommen wir noch zu. Dass wir dort eine Vision schaffen, ähnlich wie bei ERP oder bei CRM, ja, wo sich jeder Anwender etwas drunter vorstellen konnte, auch wenn er das Akronym nicht kannte, ja, was zu erwarten ist. Lassen wir uns einfach denn nur so auf umgangssprachliche Begriffe ein. Und ich will dich da einfach nur mal an einer Stelle festhalten. Wir reden immer von Archivierung. Was steht denn im Handelsgesetzbuch drin? Steht da der Begriff Archivierung drin? Warum verkaufst du Archivierungssysteme, wenn da Aufbewahrung steht? Ich könnte auch Aufbewahrungssysteme verkaufen, wenn es einer verstehen würde. Aber ich denke, die deutsche, also Buchhaltungsanbieter, ERP-Anbieter hier im Saal, schreiben ERP oben auf das Label und dahinter ist das Logo, dass sie eine Diamantbuchhaltung verkaufen oder Diamantsoftware verkaufen, ohne jetzt Werbung zu machen. Es wird immer dahinter anders bezeichnet, als es oben auf dem Label steht, damit der andere Mittelständler es auch versteht. Natürlich gibt es internationale Konzerne, wo man das nicht so machen kann. Aber wir neigen manchmal dazu, die Sprache zu benutzen, die wir gerne hätten, um international zu wirken, anstatt den Markt so wahrzunehmen, wie er ist. Er ist teilweise ein nationaler Markt, teilweise ein deutschsprachiger, teilweise ein internationaler Markt. Da wir Dolmetscher kennen und Übersetzungen gewohnt sind, lass uns doch mit allen Zielmärkten in der Sprache sprechen, die sie auch verstehen. Wie es Menschen untereinander auch tun sollten, damit sie einander verstehen. Fragen wir doch mal hier unseren Kollegen Thomas. Du vertrittst ein Unternehmen, das international Standardsoftware sogar aus der Cloud angebietet. Standardisierung, ja. Hochgradig Standardisierung, ja. SaaS. Kannst du dir das leisten, für jeden Markt so eine eigene Sprache zu machen? Oder bist du darauf angewiesen, irgendwelche Begrifflichkeit da zu verwenden, damit du überhaupt dein Marketing stromlinienförmig hinkriegst? Natürlich müssen wir standardisieren. Das heißt, wir sprechen nicht mehr von ECM, wir sprechen vom Enterprise Content Collaboration und das besprechen und das nutzen wir eigentlich weltweit als Thema. Auch in Frankreich Collaboration kommst du damit durch? Ich muss ganz ehrlich sagen, die französische Übersetzung kenne ich jetzt nicht, wie wir sie in Frankreich versetzen, aber sinngemäß werden wir das Wort benutzen. Ich habe auch Probleme im Deutschen, das Wort Kollaboration zu benutzen. Ich benutze den englischen Ausdruck, wobei ich davon ausgehe, dass meine Kollegen in Frankreich auch als Grundlage den englischen Begriff nutzen und dann entsprechend in die Sprache übersetzen. Ja. Aber ich möchte mal zurückkommen, was wir vorhin gesagt haben über die Aufgaben. Da bin ich völlig dabei, dass wir über die Aufgaben sprechen. Und wir sprechen hier immer von Dokumenten und wir sprechen von Inhalten und wir sprechen von Archivierung. Was mir in dieser ganzen Diskussion auch in Deutschland, auch bei diesem ganzen ECM-Thema auch immer ein bisschen gefehlt hat, ist, wir sprechen immer nur von Akten und Dokumenten. Wir müssten eigentlich von Inhalten sprechen. Digitale Medien sind heute nicht nur digitale Papiere oder Formulare, die wir abspeichern, sondern es geht auch um Inhalte, das sind Videos, das sind PowerPoint-Präsentationen, das ist alles Mögliche. Das heißt, ich kann das nicht mehr nur auf dieses Thema, wie archiviere ich meine Akten, reduzieren, sondern ich habe ein ganz großes Spektrum an Informationen, die ich an einem Unternehmen habe, die ich meinen Mitarbeitern zur Verfügung stellen muss, ob das jetzt strukturierte oder unstrukturierte Daten sind. Und ich muss versuchen, die nicht nur an einem Arbeitsplatz zur Verfügung stellen, sondern da, wo sie arbeiten wollen. Und das ist heute nicht nur mal vor dem Bildschirm zu Hause, sondern das ist unterwegs, das ist beim Kunden und so weiter. Deshalb haben wir ja versucht, eben statt dem Akronym ECM von Information Management zu sprechen, weil diese Trennung zwischen strukturiert und unstrukturiert gibt es doch sowieso nicht mehr. Ja, also Dokument ist doch eigentlich nur noch so ein legaler Compliance-Begriff, Werner. Oder wo würdest du den einordnen? Spielt das Dokument noch die zentrale Rolle oder geht es um die Informationen? Das Dokument spielt schon lange nicht mehr die zentrale Rolle, auch nicht in Legal Processing, das ist, ich will nicht sagen überholt, aber nimmt an Bedeutung ab. Die Wahrheit ist, dass ich aufgabenzentriert sehr, sehr viele Informationstypen zur Kenntnis nehmen muss und bearbeiten muss. Aber viel entscheidender ist, in einer Welt, wo immer mehr Informationen niemals eine druckähnliche Form annehmen in der Gestaltung, in einer solchen Welt darüber nachzudenken, dokumentenzentriert Produkte zu vermarkten,
Da läuft mir eiskalt den Rücken runter, was zur Beerdigung ganz gut passt. Aber eigentlich ist das eine Sache, die man gar nicht verstehen kann. Viele Daten, ich sage das mal abstrakt Daten, von mir aus auch gerne Informationen, werden nie druckähnliche Form haben und sie werden nie eine Struktur erreichen, die ich als PDF, als Image und sowas abbilden kann. Also wir können auch gleich den Tod des traditionellen Dokumentes feiern. Den Tod des traditionellen Dokumentes, auch im Sinne der Zivilprozessordnung, erleben wir schon lange Zeit. Den Tod des Textes, der natürlich auch technisch als Mail bekannt ist, der beginnt sich zu zerlegen. Durch Social Networks, durch andere Methoden der Kommunikation. Das heißt, warum soll jemand Text schaffen, wenn er eine Information übertragen will? Mhm. Doch nur dann, wenn das aufgabengebunden notwendig ist. Okay. Du, Winfried, du hast ja nur eine ganz außenstehende Sicht auf die Welt. Na, direkt auf die ganze Welt. Nicht, aber du hast eine Sicht auf die ganze Welt und ja. Im Gegensatz zu uns anderen Vieren gehörst du ja eigentlich nicht so sehr in diesen Topf der unserer Branche rein. Und ich hatte vorhin schon gesagt, ich erwarte ja deine Unterstützung. Du hast jetzt schon Industrie 4.0 beerdigt und wir beerdigen hier gerade das Dokument. Wir beerdigen das klassische Akronym ECM. Wir verabschieden uns vom Logo der DMS Expo. Kann es überhaupt diese neuen Ideen, über die du immer schreibst, geben, ohne dass wir ein effektives Informationsmanagement darunter haben? Ja. Also erstmal möchte ich sagen, ich bin hier ganz glücklich, ja, trotz des Traueranlasses. So im Sinne von kreativer Zerstörung ist nämlich, glaube ich, einfach wichtig, dass man vielleicht das ein oder andere, das Dokument vielleicht wirklich dem Ende zugehen lässt, aber eigentlich dafür mit Neuem beginnt. Und deswegen fand ich zum Beispiel den Begriff ECC ganz schön und diese Betonung auf Collaboration, ob man dann jetzt noch das Content braucht oder nach dem Dokument auch Content vielleicht. Bitte, das ist nur ein neues Akronym. Und ja. Werner hat gesagt, wir wollen von diesem ganzen Shit weg, oder? Genau. Das versteht auch keiner. Genau. Sondern, also ich fand auch von Kurt Werner das zweite Statement zur Kommunikation ist das, was letztendlich ankommt oder was den anderen eigentlich mit seinen Pain, mit seinen mentalen Modellen letztendlich abholt. Das ist das Entscheidende. Das war ja auch das Problem bei Industrie 4.0. Als ich da die Nachrede geschrieben habe, war es nicht, weil ich Industrie 4.0 nicht für eine vernünftige Sache halte, sondern es ist auch letztendlich vom Absender technikzentriert immer definiert worden und weniger letztendlich wertorientiert, aufgabenorientiert von den konkreten Problemlösungen definiert. Denn eigentlich glaube ich auch, in der Vorbesprechung hat es ja mal das Thema Enterprise 2.0 angesprochen, ich glaube, in immer wiederkehrenden Wellen, aber langfristig erfolgreich werden wir schon in Richtung einer kollaborativen Netzwerkökonomie kommen. Ja? Und Drucker oder Drucker hat vor Jahrhunderten die Wissensökonomie beschrieben. Ich spreche ja lieber von der Kompetenznetzwerkökonomie. Und da müssen wir eigentlich sagen, wenn das tatsächlich die Transformation ist, dann müssen Systeme, die das unterstützen, müssten ja eigentlich eine Sonderkonjunktur haben. Und zwar nicht nur aus gesetzlichen Gründen, sondern tatsächlich, weil sie die neue Wertschöpfung repräsentieren, wo es halt nicht mehr nur um Transformation von Materie geht, sondern insbesondere um Kommunikation von Menschen, um Kollaboration, um Austausch. Was ich so ein bisschen als ein spezifisches Problem vielleicht an der ECM-Branche oder der DMS-Branche angeht, je nachdem, welche Begrifflichkeiten man nimmt, ist man eher absenderorientiert. Und manche dieser Begrifflichkeiten klingen dann auch schon ein bisschen verstaubt, extrem unsexy. Man muss ja sagen, es gibt ja andere Kontexte, die boomen. Und also ich bin zum Beispiel auch im HR-Bereich und im Marketing-Bereich unterwegs. Und da ist zum Beispiel der Begriff Collaboration, der erobert jetzt diese Märkte. Und die ringen eigentlich danach, dass sie zum Beispiel ihre Geschäftsprozesse kollaborativ neu ausrichten. Ne? Collaborative HR ist ein Thema. Mhm. Das heißt, Aber Werner, Winfried, erfinden die das Rad nicht einfach neu oder liefern hier unsere ECMler denen das zu? Also damals bei Web 2.0 hatten wir das ja, dass die Webby-Companies einfach losgegangen sind und das, was wir hier in Jahrzehnten uns mühsam erarbeitet haben, ne, mit viel Schweiß, einfach neu erfunden haben. Haben wir nicht das Gleiche jetzt bei allen anderen, so bei den CRMs, ERPs, die sagen, ich brauche so ein bisschen Funktionalität rum und um den Content, um die Aufbewahrung, das baue ich mir selber? Genau, also das ist ja eine strategische oder eine Architekturfrage. Wie werde ich jetzt kollaborativ?
integriere ich zum Beispiel als HR-Softwareanbieter selber in meine Software und programmiere es quasi neu? Oder habe ich nachher so etwas wie Collaboration oder ECM as a Service, was ich letztendlich in meine Lösung hinein integrieren kann? Ich war eben bei einem Marktbegleiter vom Kurt Werner. Die haben gesagt, ja genau, so stellen wir uns auf. Wir sehen uns als ECM as a Service oder Collaboration as a Service Anbieter und wollen uns genauso hinein integrieren. Denn man muss ja auch sagen, auch Enterprise 2.0 ist jetzt nicht eine uneingeschränkte Success Story gewesen. Ganz oft war das Problem, oder auch Portale waren auch nicht, ganz oft war das Problem, dass das Ganze nicht Aufgaben, nicht Geschäftsprozess, nicht wertorientiert war. Ja? Mhm. Keiner sagt ja, ich bin jetzt Maschinenbauer und jetzt brauche ich mal ein Dokument, sondern ich bin Maschinenbauer, ich muss Maschinen bauen. So, und deswegen muss ich Kollaboration schaffen, deswegen müssen Menschen zusammenwirken können, deswegen müssen meine Geschäftsprozesse vernünftig laufen und vielleicht auch kollaborativer sein. Mhm. Auch meine HR-Prozesse müssen vernünftiger laufen und kollaborativer sein. Dafür brauche ich Systeme. Und dann ist halt die große Frage, sagt der HR-Softwareanbieter, das mache ich jetzt alles selber, so ein bisschen diskutieren und 3 Dokumente ablegen, das kriege ich auch noch hin. Und eine elektronische Akte haben wir sowieso. Oder ist es so, dass zum Beispiel solche Anbieter oder Unternehmen sagen, ja, da hole ich mir jetzt ein ECM-Anbieter oder ein Collaboration-Anbieter, weil die mich empowern und meine Prozesse so neu ausgerichtet werden. Das ist ja immer eine Frage der Platzierung. Werner, siehst du dich so als Infrastrukturanbieter schon oder siehst du dich eher so in der Ecke, wir machen jetzt mit ECM-Mitteln tolle Anwendungen, Fachanwendungen, so wie du das eingangs beschrieben hast? Oder siehst du dich so einer, der so Boxen baut, die dann irgendwo in ein HR eingebaut werden? Das ist keine Frage, die man mit entweder oder beantworten kann und darf. Es gibt viele Plattformen. Ich kenne fast niemanden, der keine Plattform liefert. Und über den vielen Plattformen steigt man dann hinweg und meint, man liegt auf einem, auf einem Bündel von Plattformen. Die Wahrheit ist, dass es nicht weiter als eine Art Repository von Informationen ist, dass man möglichst unternehmensweit breit gefasst dazu benutzt, die Schranken zwischen Abteilungen und Fachbereichen so klein wie möglich zu halten. Denn über Collaboration, die deutsche Maschinenbauindustrie hat schon seit 100 Jahren Zusammenarbeit gepflegt. Die lernen jetzt gerade von uns, dass wir Collaboration machen. Das heißt, die Zusammenarbeit, die Collaboration zwischen den Fachabteilungen zu optimieren, zu verhindern, dass in Boxen entwickelt wird, das ist etwas, was mit ein wesentlicher Punkt ist, ein Repository von unternehmerischen Informationen zu haben. Ich hatte das Gespräch mit einem Mitarbeiter von BMW, die diesen Elektroautos bauen und die haben dann erzählt, wie sie das nur machen. Und ihre wichtigste Aufgabe war, zu verhindern, dass der Getriebemensch separat agiert, dass der Mensch von der Achse separat agiert und. Sonst hätten sie nicht mal das zustande gebracht, was jetzt dabei rausgekommen ist. Es hätte noch mehr sein können. Sie kämpften gegen die Spartenstruktur ihres eigenen Konzerns, auch gegen die Spartenstruktur in den Köpfen. Und Büroarbeit ist nicht schlimmer, als wenn sie zu Spartenstrukturen ausartet. Das ist Bürokratie 6.0, würde ich sagen. Und das brauchen wir für die Bewältigung der Zukunft nun wirklich nicht. Ja. Thorsten, was macht denn die Universität an dieser Stelle? Bildet ihr Leute aus im Bereich ECM? Bildet ihr Leute aus im Bereich Digital Transformation? Was bringt ihr denn den Studenten bei, um diese Hürden in den Köpfen zu überwinden? Oder spielen diese ganzen Akronyme oder überhaupt diese Branche, spielt die da eine Rolle bei euch? Die Hochschule Medien bildet Medienspezialisten aus. Und ja, wir verwalten ja alle Medien, haben wir doch gehört hier, Videos und so weiter. Genau. Da spielt natürlich das Stichwort ECM auch eine große Rolle. Die Frage ist, was ist ECM überhaupt? Genau das, die Studierenden haben genau das Problem zu verstehen, was ist es überhaupt jetzt, wenn man hier auch über die Messe geht. Ich habe gerade hier in der Presse geschaut, allein in einem Magazin, Industrie 4.0, Personalmanagement 2.0, Shopping mit Social Media 3.0, also wunderbar, da fehlt eigentlich nur noch eine Software für die Versionierung dieser ganzen Buzzwords, die es hier gibt. Das verstehen wir nicht, das verstehen die Studierenden nicht, die ganzen Buzzwords und was wirklich damit gemeint ist. Jeder eröffnet sein eigenes Buzzword damit. Ja, weil die Studierenden sollen doch das mal lösen. Also die Anbieter warten darauf, dass aus deiner Hochschule Leute kommen, die das, was sich andere Leute ausgedacht haben, irgendwie machbar machen, oder? Das ist schwierig. Aber wenn man, ich will jetzt noch ein Stück weitergehen. Wir haben hier am Rande der Veranstaltung des Stuttgarter SharePoint Forum veranstaltet, wo wir Anwender fokussieren und wunderbare Beispiele, übrigens auch für Studierende.
diese ganzen ECM-Lösungen, die man dort findet, sind alles punktuelle Lösungen. Also von Enterprise, das können wir mal gleich ganz streichen. Das sind, also Enterprise im Sinne von unternehmensweit siehst du nicht? Unternehmensweit überhaupt nicht. Das sind alles punktuelle Anwendungen. Vertragsmanagement ist da eine Anwendung. Auf der anderen Seite technische Informationen. Ganz konkrete Anwendung. Wir verwenden ein ECM-System, um doppelte Entwicklungen zu vermeiden, dass wir das Rad nicht zweimal erfinden. Und aber das trifft das nicht das Argument von Werner, wirklich die einzelnen Probleme der Unternehmen anzusprechen und diesen ganzen Enterprise-Ansatz, Enterprise für alles, da mal zu vergessen? Also das ist auch das, was wir den Studierenden versuchen nahezubringen. Es braucht Nutzer. Die Nutzer haben Probleme und diese Probleme müssen gelöst werden, und zwar mit IT. Dann entsteht auch die Wertschöpfung. Ich habe ja so ein Problem, digitale Wertschöpfung. Wenn man so mal in klassische Ökonomiebücher hineinschaut, Wertschöpfung hat eigentlich mit digital gar nichts zu tun. Wenn ich ein Buch dupliziere, habe ich keine Wertschöpfung geschaffen. Das ist auch etwas, es gibt ja Ökonomen, die jetzt schon so ein bisschen kritisch sehen. Was machen wir? Wir haben eine klassische Wirtschaft, auch weltweit, Weltwirtschaft, die gar nicht auf digital ausgelegt ist. Wir verkaufen uns gegenseitig Pixel, vorher haben wir uns Maschinen verkauft. Pixel dupliziere ich einfach. Die Maschinen vorher, ja, da musste ich erstmal Erz schürfen, dann verhütten das Ganze. Kaufst du den 3D-Drucker, ja, dann kannst du auch Maschinen duplizieren. Ja, aber es ändert sich gerade massiv an der Wirtschaft etwas. Hm. Und das haben sowohl die Hersteller und ich glaube auch die Anwender noch nicht ganz verstanden und die Politik erst recht nicht. Also das heißt, wir kommen mit der Geschwindigkeit dieser Entwicklung nicht hinterher, ist letztlich die Aussage. Genau, und wir haben noch eine andere Triebfeder. Wir haben sehr viele neue Entwicklungen, die privat genutzt werden. Handys, also ich sehe gerade hier vorne, liegt ein Handy so einsam herum. Jeder hat ein Handy bei sich in der Tasche, wird auch mal nebenbei geschaut, nebenbei ge-mailt. Das ist oder WhatsApp, ganz beliebt, auch bei unseren Studierenden. Mhm. Die kommen jetzt in Unternehmen, ja, und dann Akten tragen. Also ich habe einen ganz konkreten Fall, ein Projekt im vergangenen Jahr gehabt, wir haben mir dabei gesagt, wir nehmen die Akten mit nach Hause. Nicht digital, irgendwie auf dem Laptop, unterm Arm, ja. Und das ist die Realität. Ja, das beschränkt aber die Arbeitslast, weil man nicht so viel tragen kann. Ja, also digital könnte ich ja alle Akten mitnehmen. Für und in Papier, gut, ja. Also ja, da brauche ich ja dann so ein Wägelchen, was durch die Gänge geschoben wird. Ja, aber das, was ich so als Hauptproblem sehe, wir haben festgestellt, wir verhaspeln uns mit den Akronymen. Wir haben eigentlich den Anspruch, enterprise-weit die Hürden zwischen den Abteilungen zu überwinden. Aber dadurch, dass wir uns auf einzelne Fachlösungsprobleme konzentrieren, arbeiten wir auf der anderen Seite an diesen Hürden, die wir überwinden wollen, weiter mit. Ja. Wie macht ihr denn das bei SAS? Bei SAS habt ihr doch gar keine Chance, so richtig auf die Einzelprobleme einzugehen. Da könnt ihr doch nur eine generalistische Lösung hinstellen, in der Hoffnung, dass sie möglichst vielen recht ist. Ich glaube oder ich bin fest davon überzeugt, dass es für spezielle Probleme auch spezielle Lösungen in jedem Unternehmen geben muss. Das heißt, eine Personallösung kann nicht gleichzeitig eine Produktionslösung sein. Das heißt, für die verschiedenen Bereiche eines Unternehmens muss es einfach spezialisierte Lösungen geben. Und da werden wir auch immer mehr hingehen. Und es gibt, die werden auch weiter existieren. Die Frage ist jetzt, wie finde ich über diese verschiedenen Lösungen eine zusammenführende, eine Möglichkeit, diese Themen zusammenzuführen und die Leute zur Zusammenarbeit zu animieren. Das ist erstmal für mich gar keine technische Frage, sondern wie ich als Unternehmen das fördern will und wie unterstütze ich meine Kollegen dabei. Das berühmte Thema Change Management, wie kriege ich Leute, sich in diesen alten Strukturen außerhalb zu bewegen. Übrigens, ECM. Enterprise Change Management. Ja, ich habe es bewusst nicht benutzt. Ich kenne den auch. Aber das ist für mich die Rolle. Erstmal ist es eine Betriebsentscheidung, eine unternehmerische Entscheidung. Ich will das fördern. Und dann in zweiter Linie kommt erstmal die Frage, wie löse ich das? Da kommt das Thema dazu, meine Leute sind unterwegs. Ich brauche neue Fachkräfte. Neue Fachkräfte locke ich nicht damit an, dass sie Akten schleppen, sondern dass sie überall arbeiten, da wo sie sind. Diese Kultur wird immer in uns kommen. Das heißt nicht, dass eine Lösung, eine SaaS-Lösung, wie wir sie haben, für alles die Lösung ist. Das wird es nicht sein, das wird es auch nicht für die Archivierung sein, sondern da gibt es andere Lösungen dafür. Die Frage ist, wie kann ich die integrieren und wie kann ich die Informationen, die die Leute brauchen, um zu arbeiten,
an der richtigen Stelle zur Verfügung zu stellen. Es geht ja nicht darum, dass Sie die Informationen der Information wegen brauchen, sondern Sie brauchen sie, um eine Lösung darzustellen. Sag mal, kommst du denn in Deutschland überhaupt so weit mit dieser Argumentation? Denn also, das sind ja so zwei Probleme, die dir auf die Füße fallen. Also, wir haben festgestellt, internationale Firma, USA, ja, böse. Ja. Cloud-Anbieter, oh, wo sind meine Daten, wer schützt sie? Ja, da ist doch dieses Thema German Angst noch damit. Das Thema ist natürlich immer wieder ein Thema. Das ist auch über eine Argumentation und das ist eines der ersten Themen, die wir darüber, wir normalerweise sprechen. Und ich sage auch ganz offen, es gibt auch viele Situationen, wo damit, dass wir sagen, die Server stehen in den USA, das Gespräch beendet ist. Aber das ist auch der Grund, warum ich gleich damit anfange. aber wenn wir die Diskussion einmal weiterführen und ich muss jetzt von Inhalten und Dokumenten sprechen, weil das ist das, was wir machen. Die Frage ist, welche Dokumenten sind so unternehmenskritisch in meinem Unternehmen, dass ich sie nicht in den USA speichern kann? Das ist eine ganz einfache Frage. Und wenn man mal dann als Unternehmen in sich geht, werden die meisten sagen, naja, 80, 70, 90% der Informationen, die ich habe, sind nicht unternehmenskritisch. Aber Thomas, die meisten im Unternehmen machen sich doch gar nicht die Arbeit, diesen riesen Berg von Informationen. Denken wir mal an unsere schöne Richtlinie Resi-Scan, wo man eigentlich alle Informationen erstmal in Schutzbedarfsklassen reintun muss, um zu entscheiden, du darfst dahin und dahin. Das ist doch bei der Informationsflut, die wir haben, völlig unrealistisch. Das ist ein Thema, das muss gelöst werden. Und da gibt es einfach, und da werden einfach auch Anbieter wie IBM, jetzt muss ich mal in die Bresche für IBM sprechen, die haben Dokumentenklassifizierungsmöglichkeiten, wo ich sagen kann, diese aufgrund der Inhalte, nicht nur aufgrund des Titels, zu sagen, was sind das für Dinge, was steht da drin, wie kritisch sind diese Unternehmen und wo kann ich sie speichern. Gut, aber und dann dementsprechend auch verteilen. Ja, Werner, hau gleich drauf. Also. Ja, ich bin ein sanfter Mensch. Manche glauben mir das sogar. Ja. Etwas schwer ist, das zusammenzufassen. Zunächst mal, warum soll ich mir Gedanken machen, wo ich meine Sachen speichere, wenn ich die Frage gar nicht stellen muss? Eine Sorge zu viel, die ich haben muss. Wenn ich es sicher ablegen kann, ich habe ablegen gesagt und keine Funktionsbezeichnung benutzt, dann kann das irgendwo sein. Der Deutsche, das meine ich jetzt nicht böse, glaubt, in der Cloud werden seine Daten geklaut. Das ist aber nicht der eigentliche, wirkliche Grund. Es nützt mir nichts, wenn ich meine Geschäftsunterlagen in einer abstrakten Umgebung lasse, wenn ich das ernst nehme, dass ich es nicht nur um Dokumente geht, da waren wir vorhin schon mal, wenn es um eine aufgabenzentrierten Umgang mit jeglicher Information geht, hat das nichts mit dem Aufbewahrungsort zu tun. Das sind die Verknüpfungen mit meinem Hostsystem, wenn ich noch eins habe, welche IT-Kultur ich immer auch pflege. Und darüber hinaus gehört dazu, dass ich immer aufgabenzentriert dafür sorgen muss, dass darauf aufgesetzte kleine Anwendungen, keine mächtigen, unüberschaubaren Clients, kleine Anwendungen das tun, was der Mitarbeiter zurzeit tun muss. Dass das aber auf einer gemeinsamen Grundlage, ich nenne es nochmal Repository, besteht, das ist eine sehr sinnvolle Tat und das muss man auch nicht dem Unternehmer beim Angebot überlassen, sondern muss ihm einfach von Anfang an die Existenz dieser Kombination und deren Vorteile kommunizieren. Das tue ich jetzt nicht, jeder Krämer lobt seine Ware, um das Konzept der SDR jetzt hier messianisch zu vertreten, sondern es ist einfach vom gesunden Menschenverstand so. Trenne deine Informationen nicht, bewahre sie dort, wo du sie brauchst, verknüpfe sie mit allem, was du in allen anderen Systemen und Geschäftsprozessen hast. Achte darauf, dass deine Menschen, die zu Hause arbeiten, einen Zugang haben, was nicht heißt, dass ich in einer Public Cloud sein muss, was selbstverständlich genauso geht in einer Private Cloud, um bei den Begriffen zu bleiben. Und vielleicht als Schluss zu diesem Mini-Monolog, es ist wichtig, dass man es in den Sprachen der Menschen zur Verfügung stellt, die an diesen Dingen arbeiten. Vor langer Zeit haben wir uns entschlossen, unsere Software in 12 Sprachen zur Verfügung zu stellen. Nicht, dass wir hätten ohne dem leben können, die meisten davon können Englisch. Aber auf der Ebene, wo diese Menschen mit bestimmten Informationen arbeiten, ist ihr Englisch oft nicht gut genug. Sie geben es auch oft nicht zu und ziehen es vor, ihre Landessprache zu bekommen. Das heißt, wir haben uns den Luxus in Anführungszeichen gegönnt, 12 Sprachen, das entspricht 136 Ländern, was die Amtssprachen angeht in der Welt, in 12 Sprachen zur Verfügung zu stellen und gönnen uns einen Riesenaufwand für eine interkulturelle Übersetzung, dass Chinesen halt nicht nur
die Sprache übersetzen oder arabische Kollegen, sondern das so darstellen, dass die Begriffe in ihrer eigenen Welt auch so verstanden werden. Denn sonst liest sich das wie die Übersetzung vom Bügeleisen aus Japan. Ja, nehme Gegenstand, rutsche über Tisch. Ne? Ja, Werner, dann halte ich doch mal fest. Also im Sinne der Globalisierung ist Multilingualität sicherlich eine ganz wichtige Anforderung. Hatte ich auch gestern in meiner Keynote mit drin. Heißt das denn jetzt auch, dass wenn ein Chinese nach einer Rechnung in Chinesisch fragt, dass er auch die deutschen Rechnungen findet? Oder ist das nur Übersetzung der Oberflächen? Dann ist es nämlich nur Augenwischerei. Nein, er kann selbstverständlich, wenn der Content, wir nennen das mal weiter Content, wir kommen ja aus dem ICM, wenn der Content, sprich wenn die Dokumente auch in Englisch, in Russisch, in Chinesisch verschlagwortet sind, das ist die Voraussetzung, kann er selbstverständlich auch eine deutsche Rechnung finden. Okay, das heißt aber, wir brauchen strukturierte Metadaten und müssen Abstand nehmen von diesem Versprechen von Enterprise Search und Analytics nach dem Motto, ich finde euch alles. Du brauchst Metadaten, oder? Es müssen multilinguale Metadaten gerade von fachlichen Dingen zur Verfügung gestellt werden, weil sonst kontrollierter qualitativer Wortschatz. Riesenaufwand. Dort, wo es notwendig ist, ja. Ja. Kriegst du das in der Cloud hin? Ja, ja. Wir machen erstens mal 27 Sprachen, auch nicht nur die Oberflächen, sondern das ist aber nicht, das ist nichts Ungewöhnliches. Die meisten Cloud-Anbieter in dem großen Bereich haben alle internationalen, auch 2-Bit-Sprachen und so weiter, sind das ist normal. Ja, nein, die gemeine Frage war ja, die Werner hier positiv beantwortet hat. Ja, wenn ich nach Ordre suche, finde ich auch alle Aufträge. Ja. Also das ist möglich. Wir haben ja auch, wir in dem Bereich haben auch die Metadaten drin und wir haben auch die Möglichkeit, diese dann in verschiedene Sprachen zu hinterlegen. Na gut, dann stelle ich mal die nächste Fangfrage zur Cloud. Also ich habe ja versucht, dich schon mit German Angst zu ködern. Nach dem Motto, verkauft überhaupt was in Deutschland? Denn wir haben ja noch so eine andere Hürde, wenn wir über Cloud reden. Nämlich die Frage, hybride Systeme, Schnittstellen zwischen On-Premise-Lösungen, dem klassischen Business, und den Systemen in der Cloud und den Systemen in der Cloud untereinander. Wie geht denn das? Das funktioniert sehr gut. Es gibt eine API dafür und ich kann die aber das ist eure API. Das ist, das ein Standard? Das ist eine standardisierte API. Kann jetzt SER die API nehmen und sagen, hier, klar, alle unwichtigen Informationen halte ich von meinem SER frei und die schiebe ich in den Box, die können damit vollgemüht werden. Das ist eine öffentlich dokumentierte API. Das nennt man eine REST API, wenn man es genau nehmen will. Und da kann jeder drauf zugreifen. Aber das ist die Box API. Nein, das REST API ist eine standardisierte API, die allen Unternehmen zur Verfügung steht, die auch von vielen genutzt wird im Cloud-Bereich. Das heißt, ein Standard, der überall für solche Sachen verwendet wird. Ist das bei dir im Lehrplan, Thorsten? Das ist tatsächlich im Lehrplan, aber ich bin ja auch mal im Beratungsumfeld unterwegs gewesen für einen Waldorfer Hersteller. Software as a Service ist heute immer noch ein Problem. Wunderschön, wie ich Schnittstellen habe. Ohne die Schnittstellen zu schmälern. Die Schnittstelle muss aber auch das machen, was ich brauche. Das heißt, das System muss so offen sein, dass ich auch das erreichen kann über diese Schnittstelle, was ich überhaupt haben möchte. Ist REST zu schmal oder was ist die Argumentation? Nicht die Technologie. Es kommt auf die Definition der Schnittstelle durch den Anbieter des Dienstes. Also sind wir doch wieder auf der proprietären Ecke hängen geblieben, oder? Letztendlich. Also die Kommunikation, der technische Standard ist Standard. Aber was obendrauf kommt, also was der Hersteller dann zulässt, das ist dann wieder die proprietäre Geschichte. Ja. Also Winfried, wir haben ja noch ein bisschen weiter gedacht. Nämlich wir haben auch dahin gedacht, wir müssen ja nicht nur IT-Systeme miteinander verbinden. Und das ist ja die große Chance jetzt der IT und Business hier, dass wir wieder etwas zum Anfassen sozusagen kriegen, indem wir wirklich Industrieanlagen mit IT-Systemen, mit Daten untereinander verbinden. Da spielen natürlich solche Schnittstellen eine große Rolle. Und wenn hier unsere Anbieter das noch nicht mal untereinander, wo es nur um Informationen geht, so sauber allumfänglich hinbekommen, was machen wir denn mit unserer großen Vision? Ist dein 4.0 deshalb gestorben oder hat das andere Gründe? Also bei Industrie 4.0 muss man immer zwei Dinge unterscheiden. Nämlich einerseits mal die Vision einer vernetzten Produktion, einer vernetzten kollaborativen Produktion. An die glaube ich uneingeschränkt. Die habe ich auch nie beerdigt. Beerdigt hatte ich nur das spezifische Forschungsprojekt und auch nur, um das pädagogisch zu motivieren, so quasi als eine paradoxe Intervention quasi, das Gegenteil zu bewirken.
Und immerhin wurde dann Sigmar Gabriel ja auch tatsächlich tätig und das Ganze wurde neu ausgerichtet. Hat was genützt? Das ist eine spannende Frage. Also was auf jeden Fall schon mal genutzt hat, durch die neue Struktur konnten dann zum Beispiel Ergebnisse der bisherigen Arbeit veröffentlicht werden, wie Rami und Industrie 4.0 Komponente. Und da komme ich jetzt auf deine Frage hin mit der Verständlichkeit untereinander. Also ich bin jetzt ganz begeistert von dem, was schon im Industrie 4.0, aber auch beim Wettbewerber, beim IEC oder im amerikanischen Kontext stattfindet. Bei der Industrie 4.0 zum Beispiel begeistert mich die Industrie 4.0 Komponente, die nämlich gerade keine Insel schaffen möchte, sondern einen einheitlichen Standard für quasi die Schnittstellen-Thematik eines jeden Objektes in der Welt und sagt, auf Deutsch heißt das jetzt wieder total sexy, heißt sie nämlich Verwaltungsschale. Ja, also nur die Frage ist, ist das auch eine Schnittstelle für kollaborative Software, für ECM, für Archivierung? Oder haben die wieder nur auf Maschinen- und Maschinensteuerungsebene gedacht? So, das könnte jetzt am Schluss die Tragik sein. Gerade jetzt gibt es aktuell diese Diskussion, was macht eigentlich das Industrie 4.0 Projekt und was macht zum Beispiel das IEC-Konsortium? Und da kam vor kurzem zum Beispiel das Statement aus dem Industrie 4.0 Projekt. Gut, die Amerikaner machen fast alles, aber wir machen in großer Tiefe, machen wir letztendlich die produktionsspezifischen Dinge, während Health, Logistics und so weiter, das überlassen wir halt den Amerikanern, was natürlich eine katastrophale Sicht auf die ganze Thematik ist. Ich war neulich beim ZVI im kleinen Privatismus und da wurde das auch wieder relativiert und hat gesagt, wir bohren nur da besonders tief. Weil es macht natürlich keinen Sinn, in einer kollaborativen Netzwerkökonomie wieder Insel zu schaffen. Also so wie wir schaffen doch aber mit Industrie 4.0 wieder eine Insel mit unseren eigenen Standards. Wird das von den Amerikanern weggewischt? Wischen das die Chinesen weg? Sind wir da nur eine Unterabteilung? Es gibt einen Wettbewerb um die Standards, es gibt einen Wettbewerb um die Konzepte. Am Schluss ist die Welt viel zu global, als dass man sagen kann, wir haben jetzt hier einen deutschen Standard und so weiter. Das gab es übrigens in der Produktion immer wieder, auch was Kommunikationsstandards angeht, dass letztendlich erstmal proprietäre Dinge passiert sind und nachher wurde es dann doch harmonisiert und so weiter. Aber in the long run kann es nicht sein, dass eine Produktionsanlage von der GE anders spricht als eine Produktionsanlage von der Siemens, weil irgendwann hat General Electric und Siemens, kommen die mal zusammen und dann müssen die integriert werden. Wenn der eine den anderen kauft. oder so. Ja, ja, so wenn unser VW dann hochgerechnet wird. Ja. Aber da bin ich eigentlich schon ganz optimistisch. Also wie gesagt, ich hatte kritisiert, dass im Forschungsprojekt wir nicht diese Dynamik haben, die zum Beispiel die Amerikaner haben, nicht die Marktorientierung haben, die Pragmatik. Der Deutsche mag es gerne komplex und er mag gerne solche Begriffe wie Verwaltungsschale. Selbst wenn er sowas sexy, ich finde die Industrie 4.0 Komponente, die wird auch genannt. Das klingt fast so gut wie diese BSI-Begriffe, die Tresor, genannt, Resi-Scan also und so ein Kram. Also, die Verwaltungsschale. Ja, es ging um Virtual Encapsulation, es ging um Digital Twin, aber diese Begriffe waren alle zu sexy, dass man sich dann am Schluss doch für die Verwaltungsschale entschieden hat. Aber konzeptionell ist das super. Alles bekommt letztendlich eine einheitliche Schale und dann müssen diese Schalen auch miteinander sich unterhalten. Und da ist zum Beispiel so, dass die Amererikaner mit MT Connect, jetzt gar nicht IEC, sondern früher schon zum Beispiel losgelaufen sind. Ganz einfacher Standard. Vereinfacht gesagt kann man sagen, wenn die Produktionsmaschinen, so hat das der Andreas Kirsch von Galus, der hier auch ist, vom VDMA mal formuliert, die fangen an zu twittern. Ja, also das heißt, der Standard ist so blöd, dass man ihn fast damit vergleichen kann. Also die Deutschen denken einfach nochmal 4 Jahre länger und kriegen dann auch was generischeres, fundierteres, tieferes Sonderlocken. Ja? Mhm. Und die Amerikaner machen etwas und realisieren auch schon Projekte mit MT Connect und ähnlichen Sachen, wo man dann auch wirklich Kosten und Effizienz und Time-to-Market Vorteile haben. Und das ist so ein bisschen, das ist das, wo wir Deutschen dann einfach sehen müssen. Ich glaube, es wird diese Vision kommen, einer kollaborativen Netzwerkökonomie. Mhm. Ich schreibe da ja auch schon 15 Jahre drüber, deswegen irgendwann muss das wahr werden. Ob wir, okay. Genau. Ja. Aber, und irgendwann wird die Competence halt auch kollaborativ, das dauert aber dann nochmal ein paar Jährchen, aber ob wir in unseren Projekten und in unseren eigenen Anstrengungen kompetitiv oder komparativ genug dynamisch schnell sind, wie wir sein müssen. Das ist eine ganz andere Thematik. Ja, fragen wir nochmal den Thorsten. Du hast dich ja aus dieser Diskussion gerettet. Du hast dein neues Institut nicht Büro für interaktive Verwaltungsschalen genannt bekommen, sondern es nennt sich Global Institute Digital Transformation. Schöne Anglismen, genau. Schöne flache Worte.
1-0. Ah, das ist wenigstens ehrlich. Aber steht das wirklich auf deinem Institutsschild drauf? 1-0? Nein, das 1-0 steht nicht drauf, aber wir sollten es vielleicht noch hinzufügen. Das ist eine gute Idee. Ja. Nein, ich würde dir empfehlen, führt dazu 1.4, weil kein Unternehmer installiert Software in der Version 1.0. Ja, ja, ist natürlich auch wieder ein Buzzword, was mir in der Diskussion gerade schon als Stichwort gefallen ist, ist das Thema Kultur. Und ich freue mich auch, dass im Rahmen von Industrie 4.0 zwischenzeitlich über Kultur gesprochen wird. Wenn man heute so schaut, ich habe es vorhin schon angerissen, es hat sich viel gewandelt. Wenn man heute sonntags mit der Familie irgendwo was essen geht, ja, sitzen alle schön da mit dem Handy, kommunizieren mit der Außenwelt, WhatsApp und was auch immer, auch egal. Jetzt kommt die Vernetzung hier der Maschinen, wunderbar, aber die Unternehmen arbeiten dann doch so wie immer. Ja? Ich habe irgendwo mein Dokumentenmanagementsystem, auch oder ECM-System oder wie auch immer ich das nenne, und es ist klassisch gearbeitet. Ja? Die Leute legen ihre Ordner an, wunderbar, jetzt kommt jemand an, vielleicht ja, technisch Ordner noch, arbeitet über Metadaten, lass die Ordner weg. Es gibt keine digitale Kultur. Wie sollen die Menschen das verstehen? Sie arbeiten privat völlig digital. Und jetzt kommt man mit so halbdigitalen Lösungen, macht ein paar Metadaten dahin. Digitale Kultur kann es gar nicht gegeben. Weil digital heißt ja, nein. 1-0, schwarz-weiß. Aber die Welt ist farbig, oder? Wir brauchen diese Kultur. Also auch dieses selbstbestimmte Arbeiten, was so viel propagiert wird. Es gibt ja dieses tolle Manifesto. Wir leben Arbeit von Microsoft. So aufgemacht in einem Manifest von arbeitenden Angestellten im Unternehmen. Ja, das ist eine Vision, aber wir sind noch sehr weit davon entfernt. Dass wir, gerade die virtuelle Wertschöpfungsnetzwerke. Ich kann heute hergehen, eine Smartwatch entwickeln, sie produzieren lassen, sie vertreiben lassen. Mhm. Wenn ich mir klassische Unternehmen anschaue, die kämpfen mit Standards im Bereich Archivierung. Mein Gott, da liegen Welten dazwischen. Verlieren wir dann den Anschluss in der Innovation? Also ganz klare Frage. Ja, sehr spannend. Ich würde jetzt gerne mal einen 10-minütigen Vortrag über die transklassische Logik halten, um was zu 0 und 1. So viel Whisky kannst du gar nicht kaufen, ja? Spätestens war hier leer. Nee, also, ich habe ja so zig Hüte an und mache auch Dinge, von denen ich keine Ahnung habe. Und bin unter anderem Sprecher der Zukunftsinitiative Personal, ja, wo zum Beispiel dieses kleine Waldorfer Unternehmen, Kienbaum und viele andere mit dabei sind. Und da thematisieren wir, ich sehe es ein bisschen was anders, wie sehr jetzt zum Beispiel der Druck der privaten Erfahrung jetzt auch in die Unternehmen hineingeht, auch in die Industrie letztendlich. Ja? Also dass letztendlich, ich verwechsel immer Consumerization oder Customerization, aber jedenfalls dadurch die private Erfahrung, ja, die private Erfahrung drückt in die Unternehmen hinein. Und das ist auch das ganz Entscheidende. Deswegen bin ich bin ja so beyond digital, ja? Weil ich halt sage, die Ellen Kuder zum Beispiel von Microsoft, die auch im Kontext jetzt des Manifests ist und von Hübschen in dem Team, die hier in Deutschland Skype betreut, die hat zum Beispiel bei Arbeiten 4.0 in Berlin bei der Bertelsmann Stiftung, als wir das Barcamp dazu hatten, hat sie zum Beispiel was Wichtiges gesagt, dass sie gesagt hat, ihrer Meinung nach ist gar nicht nachher der Engpass, ob die Leute digitale Fähigkeiten besitzen oder die digitale Kultur. Das wird irgendwann mal Commodity. Aber sie sagt, selbst die jungen Leute haben zum Beispiel das Problem vernetzter Komplexität. Ja, also vernetzter Informationen, komplexer Systeme, komplexer Zusammenarbeit. Und dass eigentlich das gelernt werden muss. Eigentlich, und da entsteht durch Digitalisierung vielleicht sogar nochmal ein Extra-Druck. Also ich glaube, wir müssen vielleicht noch einen Nachsatz dazu. Wir müssen also von der reinen Technologiebetrachtung immer auf die Ebene der Aufgabenzentrierung, der Wertstromanalyse, der eigentlichen Wertschöpfung gehen und des eigentlichen Komplexitätsmanagement. Und da müssen wir sehen, was sind da eigentlich die Herausforderungen, die Chancen und wie docken wir an diese Lösung an, wie die dann technologisch heißen. Aber Winfried, wird das nicht noch alles komplexer, wenn in der Welt der Internet der Dinge jeder mit jedem reden, wenn Milliarden... Also Ashby's Law. Also wer kann soll das noch managen, gerade Ashby's wenn die Junge... Deswegen sage ich ja Ashby's Law. Also Ashby hat einen ganz wichtigen Satz gesagt, wenn es für dich zu schwer ist, bist du zu doof. Nein, also der hat das anders formuliert. Wenn die Komplexität eines exogenen Systems oder eines Außensystems, also die Komplexität des Mach doch mal Systems, einfacher. Sag doch mal einen einfachen Wort. Ja genau, das System muss so komplexitätsfähig sein. Ja, nimm doch mal die Komplexität aus deinen Sätzen raus. Sag doch mal einfacher. Also man muss letztendlich mit so viel Herausforderungen umgehen können, wie die Umwelt einem stellt. Ja? Das heißt, nicht?
Ich würde mal gerne an der Stelle... Ja, aber ja, was ich halt sage, ist deswegen ja. ist eine Innenkomplexitätsfähigkeit und eine also deswegen Komplexität ist zum Beispiel kundenindividuelle Produkte sind nicht an für sich etwas Schlechtes. Ja. Wirklich, nur das ist alles zu so komplex, meint Werner. Lass uns das Wort komplex mal eine Zeit lang zur Ruhe betten. Wir wollen heute zwar nicht das Wort Komplexität beerdigen, aber wir sollten eben diesen Nimbus nehmen, dass es etwas ist, was so wichtig für uns ist, weil die Wahrheit ist, die Komplexität, die wir hier diskutieren, schaffen wir uns selber. Ja. Indem wir höchst komplexe Erklärungen für schweinisch simple Zusammenhänge finden. Und die erzählen wir uns dann so lange, bis wir uns alle ganz bewundert anschauen, dass der ein oder andere das verstanden hat. Ja. Hätten wir auf diese Sprachkomplexität verzichtet, hätten nur gesagt, 3x3 war früher, 9 ist heute auch nichts anderes, dann hätten wir gemerkt, wie einfach unsere Welt eigentlich geblieben ist. Viele unserer Stresssituationen in Arbeitswelten, ich darf das von der Jugend ableiten. Ich habe mit meinen 63 Jahren eine 22-jährige Tochter, die dann mir erklärt, wie ihre Welt aussieht. Und ich lerne jeden Tag sehr viel davon, weil ich erkenne, dass ihre Komplexität nicht die Komplexität unserer Marketingorgane ist, die alle möglichen Blasen produziert, anstatt sachliche Zusammenhänge versuchen, mit dem gesunden Menschenverstand zu lösen. Und unsere Jugend kann das auch. Aber Werner, ist das nicht oberflächlich? Denken die es, die Welt ist einfach und darunter wird es immer komplexer? Andersrum. Sie denken, die Welt ist so einfach, wie die Beziehungen zwischen Menschen sein könnten, wenn sie auf eine überflüssige Komplexität verzichten würden. Wir haben ein Flüchtlingsproblem. Mhm. Eine ganz simple Geschichte. Wir haben eine Flüchtlingschance. Wozu wollte ich noch kommen? Wir haben ein Flüchtlingsproblem. Wenn man die Presse hört, hat man keine Chance, hat man ein Flüchtlingsproblem. Alle möglichen Menschen erzählen die verschiedensten Dinge dazu. In Wirklichkeit haben wir nichts anderes, was wir vor 1000 Jahren oder länger schon mal hatten, eine Völkerwanderung, die damals der Kontinent überlebt hat und was Gutes daraus geworden ist und gemacht hat, nämlich Pluralismus sowohl ethnischer Gruppen wie auch geistiger Gruppen. Und wir haben jetzt das gleiche Problem. Wenn man da Komplexität hineinbläst, wird es Entwicklungen geben, die sich niemand von uns wünscht. Wenn man das so ganz simpel löst, was muss ich denn tun, um dieses Problem als Chance zu begreifen? Und was kann ich machen, um mit diesen Menschen adäquat umzugehen? Dann denke ich, ist es ein lebendiger Beweis für den Verzicht auf Komplexität. Mhm. Also man muss unterscheiden zwischen selbstgemachter Komplexität und gerade zum Beispiel Design Thinking, User Centricity sorgt dafür, dass man die selbstgemachte Komplexität eines Systems zum Beispiel rausnimmt oder auch eines Flüchtlingsproblems oder einer Flüchtlingschance oder einer Völkerwanderung. Wir haben aber auch in Zukunft inhärente oder Komplexitäten, die wir nicht reduzieren können, weil wir zum Beispiel mehr leisten wollen. Ja, also wenn wir zum Beispiel sagen wollen, wir wollen heute in Serie die Einzelfertigung schaffen, in der Produktion zum Beispiel, also Mass Customization, Losgröße 1, dann ist das eine zusätzliche Herausforderung. Und auch andere zusätzliche Services an der Schnittstelle zum Markt sind zusätzliche Komplexitätsherausforderungen. Dafür müssen nicht nur unsere IT-Systeme, unsere Produktionsanlage, dafür müssen auch die menschlichen Organisationen und die menschliche Art der Zusammenarbeit muss fähig sein, das entsprechend mitzunehmen. Wir müssen ein System möglicherweise, ein Produkt, was immer es auch sein mag, eine Methode zur Verfügung stellen. Aber wir müssen nicht von außen das als Komplexität begreifen. Komplexität findet innen statt und löst das Problem innen und transportiert es nicht an die Oberfläche, worauf sich jeder dieser Komplexität nicht mehr gewachsen fühlt. Und das fängt mit den Worten, die man wählt, an. Ja. Nicht kompliziert beschreiben, was einfach ist. Das heißt, nicht banalisieren, was komplex ist. Das sind zwei verschiedene Dinge, die man sehr, sehr wohl unterscheiden kann mit Augenmaß und damit entsprechend auch Menschen von Stress befreit, die heute Burnout-Kliniken füllen, weil alles so komplex ist, was einfach Quatsch ist. Es ist nicht so komplex. Man kann es sehr einfach handhaben. Thomas, ihr seid doch angetreten, gerade so mit einfachsten Oberflächen, um dieses Problem eigentlich des komplexen Austausches von Dokumenten mit Schutz und so weiter zu lösen. Holt euch jetzt die Komplexität wieder ein, wenn man in Anwendungen international geht? Wird es so einfach bleiben? Ich hoffe nicht, dass ihr uns einholt. Ich möchte noch mal was dazu sagen. Das geht eigentlich auf das zurück, was ich vorhin gesagt habe. Wenn die Unternehmen bereit sind, den Menschen die Freiheiten zu geben, sich mit Problemen zu beschäftigen, und sie dahin auch fördern, müssen sie ihnen die Möglichkeiten, die Tools oder die Werkzeuge zur Verfügung stellen, dass sie diese komplexen Probleme oder Situationen einfach lösen können. Mhm. Das ist für mich das Thema.
Und das ist das, was wir versuchen zu machen. Wir haben keine Software, die alles löst. Wir haben unsere Server in den USA, aber wir lösen bestimmte Probleme sehr einfach, sehr effizient, die viele Unternehmen haben. Und das ist das Thema, wo wir hinterher sind. Dass da im Hintergrund noch einiges andere an Integration, an Lösungen gebaut werden müssen, ist ganz klar. Und ich hoffe nicht, dass wir als Unternehmen in die Situation kommen, wo wir alles komplex machen. Ich hoffe, dass wir im Kern das bleiben, was wir sind. Prost. Also da vielleicht nochmal ein Nachsatz, das finde ich auch ganz wichtig. Ich glaube, dass man tatsächlich nicht eine künstliche Komplexität durch Sprache oder durch Überbetonung letztendlich erzeugen darf. Gleichzeitig sehe ich aber die Notwendigkeit, durch Systeme zu empowern, Fähigkeiten zu entwickeln, einfach mit Komplexität umzugehen, insbesondere dadurch, dass man vielleicht Dinge, Menschen von Dingen befreit, die heute unnötig Komplexität schaffen. Ja. Und weil das muss man sagen, es gibt eine Komplexität, mit der schaffen wir nachher etwas Wertschöpfendes. Und es gibt zum Beispiel eine Komplexität von Systemen, die einfach selbst geschaffen ist. Und das ist eigentlich das, was wir dann eigentlich als negativ letztendlich empfinden. Müssen wir uns denn aber auch nicht, sonst können Systeme empowern und uns gerade fähig machen, ja, zu einer neuen, und das ist meine Hoffnung, auch einer kollaborativen Netzwerkökonomie, dass wir uns empowern zu einem neuen Level von Wertschöpfung. Drei angelegt, das ist schon wieder zu komplex gemacht, Winfried. Ja, ich habe das jetzt wir versetzen uns in die Lage, ja, das zu leisten. Nein, hier, nochmal zurück zu dir, Thorsten. Du hast ja dein Institut jetzt genannt hier Global. Mhm. Ja, Global. Da kommt Digital drin vor, da kommt Transformation vor. Können wir das nicht wieder mal denn menschlicher ohne Digital machen? Wäre es nicht gewesen hier, ich mache so ein Institut für menschenwürdige Transformation in der digitalen Ära? Tatsächlich sehen wir, ich habe das Institut nicht allein gegründet, zusammen mit Mike Friedrichsen, Medienökonom, ganz andere Ecke. Wir sehen, dass diese Entwicklungen von Menschen getrieben werden. Und es entsteht eine digitale Gesellschaft, die natürlich dann wieder Auswirkungen auf Unternehmen hat. Die treiben uns noch Menschen oder treiben uns schon die Maschinen? Gott sei Dank noch nicht. Gott sei Dank noch nicht. Deswegen, ich sehe momentan den Link noch nicht zwischen diesem Industrie 4.0, was dort entsteht, das ist Effizienz, und dem, was in der Gesellschaft momentan digital passiert. Das ist für mich noch so ein Gap dazwischen. Eine Gesellschaft und ein Mensch ist nie digital. Mein Deutschlehrer wird sich gruseln. Das heißt, unsere Eigenschaften, wie wir zusammen kommunizieren, sind digital. Genau. Wie wir Informationen speichern, wir nutzen digital. Sogar nur ein digitales Medium. Wir nutzen ein digitales Medium für bestimmte Dinge. Aber Menschen sind nicht digital, Gesellschaften sind nicht digital. Wir benutzen alles für unser Leben, was digital ist. Und wir reden immer von der digitalen Gesellschaft. Wir sollten uns über die Zeit hüten, diese Verallgemeinerung vorzunehmen, weil die Gesellschaft und ihre Mitglieder sind höchst menschlich und höchst undigital. Mit allen Schwächen, mit allen Problemen ethnischer, religiöser, familiärer Art. Das ist nicht digital zu lösen. Und die sind, wenn ich ein großes Unternehmen betrachte, wir sind auch mit gut 500 Leuten schon über die Grenze, wo das alles so automatisch geht, dann lerne ich viele undigitale Probleme meiner Mitarbeiter kennen, die ich auch nicht digital lösen kann. Und sie werden alle sehr böse auf mich, wenn ich es versuchen würde, digital zu tun. Das ist aber auch ein Wording-Problem. Man könnte jetzt sagen, es ist die Gesellschaft 32.0. Ja, also man kann die Nummer weglassen. Genau. Die Gesellschaft hatte über die tausende Jahre keine Nummer und ist gut damit klargekommen. Die Nummerierung können wir uns ersparen. Nochmal ein ganz wichtiger Hinweis zu Industrie 4.0. Und dem Thema ist Industrie 4.0 humanzentriert. Also ich schreibe gerade jetzt einen Artikel Beyond Digital, um zu sagen, gerade die, wie Kurt Werner, die Dinge zu betonen, die wir zum Beispiel auch transformieren und gestalten müssen und wo es einfach um Menschen, um Organisationsformen, um Kultur, um Formen der menschlichen Kommunikation geht, die nichts mit Nullen und Einsen zu tun hat. Interessanterweise ist aber jetzt bei der Industrie 4.0 so, dass in der Selbstreflexion, selber auch in dem Projekt festgestellt worden ist, dass man eine teilweise zu technikzentrierte Sicht hatte und dass das eigentlich der initiale Treiber sehr stark war. Mhm. Es war auch früher so, dass man als Paradigma eher Cyber-Physical Systems im Vordergrund und IoT. Und heute ist es so eher, dass man wieder von kollaborativer Netzwerkökonomie spricht. Und wir haben deswegen zum Beispiel auch, wir haben ein Industrie 4.0 Buch gemacht, ein erstes, und da ging es tatsächlich um MES-Systeme, ERP-Systeme. Jetzt machen wir ein zweites, da geht es nur um Human. Und da sind zum Beispiel Vertreter vom VDMA, Vertreter vom ZVI, die alle
in ihren Projektaktivitäten die Humanzentrierung ganz stark in den Mittelpunkt stellen und wirklich sich auch fragen in den relevanten Dimensionen, was bedeutet das? Und das ist mehr als ein bisschen Zuckerguss an der User Experience, ja, sondern das ist Arbeitszeiten flexibel gestalten, altersgerecht gestalten. Das durchzieht quasi alle Gestaltungsebenen und Bereiche und immer die Frage, wie können wir das auch so gestalten, damit der Mensch in der Industrie 4.0 eigentlich seine eigentliche Wertschöpfungspotenzial hat. Ich finde das gut, dass du 4.0, Industrie 4.0 begraben hast. So, ich finde den amerikanischen Begriff das Projekt, dafür besser. Das Projekt begraben. Ja? Genau. Nein, begrab auch den Begriff, weil der amerikanische Begriff Smart Industry ist viel menschengerechter als ja, smart, wie Menschen sind smart. Ja, der ist viel menschengerechter als dieses komische, eine Nummer anhängen, wo man die 3-0 noch vergessen hat zwischendurch. Jein. Jein, wieso jein? Also ich finde, wie, das, amerikanisch ist. Wie das Ding heißt, ist eigentlich egal. Aber die Industrie, die Mitarbeiter, repräsentiert doch ihre Mitarbeiter, ihre Führungskräfte selbstverständlich. Und die Industrie schafft mit Menschen hohe Werte, und das haben wir hunderte Jahre getan. Und natürlich mit zunehmender Automatisierung und technisierter Unterstützung, ist gar keine Frage. Diese Menschen brauchen jedwede Unterstützung für ihre Kreativität, ihre Nachhaltigkeit, ihren Fleiß, auch ihre gesundheitliche Förderung, weil nicht alle bewegen nur den Kugelschreiber. Und wenn man eine neue Produktivität schaffen will, dann ist dieser Begriff Smart Industry durchaus etwas Charmanteres. Das ist absolut egal, wie das wirklich heißt. Aber es ist deswegen charmant, aber es ist ein Anschein erweckt, als ob die Menschen noch eine Rolle spielen. Ja. Und ich glaube, das gefällt vor allen Dingen den Betroffenen gut, nämlich den Menschen, für die es gemacht wird. Und ja, vielleicht hilft es auch, den Markt aufzumachen, dass die es wollen und es einsetzen. Aber da müssen wir noch mal genau reinschauen, was wollen die Menschen überhaupt? Ich habe mit einem großen Vertreter eines großen Konzerns gesprochen. Die gehen dahin, Tools anzubieten, aber, was sagen die Mitarbeiter zum Teil, Leute, wir schlafen nicht in Firmenunterwäsche, ja? Ja. Also irgendwann ist dann auch Schluss. Ja, wir wollen flexibel sein, aber irgendwann Richtung Nacht ist dann mal Ende. Ja? Also jede Generation, jede Generation hat ihre Technik. Jede Generation hat ihre Adaption ihrer Technik. Ja. Und meine Tochter tut Dinge, die ich nicht tue. Ich tue Dinge, die mein Vater nicht getan hat. Und die Enkel meiner Tochter werden auch ganz andere Sachen tun. Also antworten Sie auf E-Mails? Ich persönlich? Nein, die Tochter. Bei mir ja. Sonst weiß ich es nicht. Aber E-Mail ist da auch schon fast out. Nein, es kann ich als Beispiel so nicht sagen. Sie passt hier in einer, sagen wir mal, aufgabenkonformen Kommunikation an. Mhm. Wenn sie in ihrem Job etwas macht, benutzt sie E-Mails. Wenn sie mit ihren Freundin zur Party geht, weil sie es mit WhatsApp machen. Weil WhatsApp bei unserer Buchhaltung kommt halt nicht so gut an. Ja. Das heißt, man muss immer die Kommunikationsform nehmen, die man braucht für das, was man gerade tut. Und ich finde es sehr schön, dass die Jugend das auch durchaus beherrscht. Wir müssen ihnen das nicht unbedingt vorschreiben. Sie werden ihren Weg finden. Wir sollten es aufhören zu gängeln, sondern sollten nur Werkzeuge zur Verfügung stellen, aber nicht drüber reden, was das allein selig machende Werkzeug in 4.0, 5.8 und welcher Nummer auch immer ist. Und wir feiern die Rückkehr der Sprache. Dazu darf ich sagen, gehört nicht zum Thema, sie legt ihr Handy häufig weg. Sie erklärt nicht bei der Befragung, sie ist gestresst, weil sie ein Handy hat, sondern sie legt es einfach weg und kann im Restaurant mit mir sitzen und was anderes machen, mit mir sprechen, nicht weil ich es verboten habe, sondern weil es normales Miteinander zwischen Menschen ist. Ja. Ja, liebe Kollegen, wir haben noch eine ganz kleine Runde zu einem anderen Statement und dann müssen wir leider uns langsam hier an das Endstatement machen. Ich habe vorhin noch mal so einen Satz aufgeschrieben. Wir leben in Deutschland, wir haben Sonderlocken, wir haben Angela. Ja, und Angela hat so irgendwo mal gesagt, ja, der nationale Wohlstand hängt ab von der Digitalisierung. Ist das so? Wohlstand hängt ab von der Digitalisierung? Wir haben eben diskutiert, hängt der ab von Menschen, hängt der ab von Produktivität? Ja, ist das so eine hohle Sprechblase oder was könnte sie denn gemeint haben? Ja, von wem war das Zitat? Ich glaube, du hattest das eingebracht. Ne? Ne? Ich meine Meinung dazu sagen, also ich glaube nicht, dass der Wohlstand abhängt von der Digitalisierung selbst, sondern die hängt ab davon, wie wir als Deutschland in Zukunft international uns aufstellen und auch in diesem Wettbewerb uns behaupten können. Und das können wir nicht dadurch, dass wir versuchen, unsere eigenen Standards und unsere eigenen Regeln aufzustellen, sondern versuchen, mit anderen Unternehmen, Ländern, Regionen Standards zu finden, auf denen wir uns einigen können.
Das wird sich nicht vermeiden lassen. Und das, und da bin ich sicher, dass davon unsere Zukunft abhängt. Mhm. Wir werden, und das sieht man jetzt ganz besonders, meiner Meinung nach, VW wird noch große Auswirkungen haben, bin ich fest davon überzeugt, dass wir versuchen müssen, da auch mehr international zu denken. Ja, auf der anderen Seite pflegen wir ja unsere nationalen Standards. Hier war eben so eine Diskussion zu EIDAS, also zu der europäischen Harmonisierung von elektronischen Signaturen, Identitäten, Siegeln und so weiter. Und da wurden hier solche Sachen wie Signatur beim Scannen, DE-Mail und so anderer Schrott verteidigt. Ich glaube, wenn wir überhaupt noch eine Chance haben wollen, müssen wir uns von diesen Hindernissen lösen und nicht noch zusätzliche Klötze ans Bein binden. Oder wie siehst du das, Werner? Also ich denke, ich weiß nicht, was sie gemeint hat, ich kenne bloß das Zitat. Ich denke, sie kann nur gemeint haben, ich hoffe, dass das so ist, dass diese Art von Digitalisierung sich auf die Werkzeuge, auf die Kommunikationsoberflächen, auf die technologische Leistungsfähigkeit unserer Infrastruktur bezieht. Ich bin heute mehr im Auto unterwegs gewesen, als ich wollte, und es gab Gegenden, da hatte ich null digitale Kommunikation mit egal welchem Gerät. Sag ich, mein Gott, wie kann das sein? Wir sind keine Bananenrepublik, sondern Industriestaat. Wieso kann das sein, dass ich auf einer Autobahn nicht mal Kommunikation habe? Das gehört zu dem, wie man wettbewerbsfähig wird, indem man das schafft, dass auch die Menschen, die am Dorf wohnen, sage ich mal etwas blasphemisch, dass die gleichen Möglichkeiten haben, von zu Hause aus zu arbeiten und damit Technologie zu benutzen. Werner, diese Zahlen da für Breitbandtechnologie in Deutschland beziehen sich auf die Breite von Nudeln. Ja, ich mag Spaghetti, und Spaghetti sind in der Regel relativ breite Nudeln. Ich könnte mit dieser Breitbandphilosophie also leben, aber nicht mit der Spiralnudel, mit der kleinen. Mit der Spaghettini möglicherweise. Ja. Also was wir in Deutschland so machen mit den Sonderlocken, so, ich glaube, so internationale Konzerne wie eine Box interessiert das eigentlich überhaupt nicht, würde die auch nichts Spezielles für machen. Wir haben gesehen hier, Winfried sagt sowieso, also vom Wortschatz her, wir sind schon international, ohne Internationalisierung kommen wir nicht hin. Aber ich habe immer noch nicht rausgekriegt, warum ihr einen solchen komplexen Titel für euer neues Institut gewählt habt. Das sind doch alles nur leere Worthüllen. Was wollt ihr mit diesem Institut machen? Wir wollen einen ganzheitlichen Blick darauf werfen, nicht aus der rein technischen Sicht, sondern aus der ökonomischen Sicht und aus der Sicht der Menschen, den Menschen auch in den Fokus stellen. Mhm. Also dieses gesamte Feld einfach mal zusammenbringen, auch verschiedene Experten aus den ganzen Gebieten. Wie gesagt, Kollege Mike Friedrichsen kommt aus der ökonomischen Perspektive, ich aus der betrieblichen technischen Perspektive. Diese wirklich zusammenzubringen und auch gemeinsam solche Themen zu diskutieren und weiterzubringen. Mhm. Aber gerade zum Thema Angela. Angela. wenn man mal so schaut, welches deutsche, große deutsche Softwareunternehmen fällt einem spontan ein? Also SAP. Deutsche? SAP SE? Ist das noch deutsch? Oder ist das ja, die denken noch deutsch, die agieren noch deutsch. Ja, deshalb haben sie auch Probleme. Also, ja, man orientiert sich ja auch sehr stark in Richtung USA. Die Führungsspitze hat zum Beispiel das Thema Waldorf und quasi selbstreferenzielle kleine Insel mal hinterfragt und gesagt, vielleicht ist es einfach wichtig, dass wir Headquarter oder dass wir uns vielleicht auch mal anders orientieren. Also solange sie noch den Fußballverein da sponsern, bleiben die ja doch in Deutschland, oder? Dann hat die Digitalisierung noch einen Vorteil für uns. Aber welche Firmen, welche Softwareplayer finde ich da? SE ist eine bekannte europäische Rechtsform, die keineswegs aus den USA stammt, sondern nichts weiter als eine europäische Aktiengesellschaft darstellt. Ja, also SAP hat durchaus eine Orientierung sehr stark in den amerikanischen Markt und den internationalen Markt herein und weniger in den deutschen. Aber wenn man so die Global Player anschaut, da wird das mit deutschen Unternehmen recht dünn, wenn ich mir das so anschaue. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir neben Industrie auch den Softwarebereich noch mal ein bisschen genauer anschauen müssen und da ein bisschen mehr Ideen entwickeln müssen. Ja, das ist doch eigentlich die Chance von IoT. Alles kommuniziert mit allem. Wir müssen uns mehr integrieren. Alle, die hier sind, müssen irgendwann vielleicht sogar einen gemeinsamen Stand haben, wo sie die Daten hin und her schicken. Ohne Integration und ohne uns selber einen starken Rücken zu machen, ohne auf deutsche Tugenden wie die E-Mail oder sonst was sich zu fokussieren, müssen wir wirklich uns auf die internationale Herausforderung rüsten, weil sonst gehen die guten, ja, die innovativen Unternehmen hier durch Aufkäufe oder sonst was gleich wieder weg. Würde ich gerne mit euch weiter diskutieren, nur ich glaube, die Kassette ist da vorne gleich voll und die Zeit läuft uns weg, die Messe macht gleich zu. Wir haben jetzt nur noch eine einzige Chance, nämlich das berühmte Kampfmeyersche Blitzlicht. Wer kennt das Kampfmeyersche Blitzlicht nicht?
Also das kampfmeiersche Blitzlicht ist ganz einfach. Jeder der Mitdiskutanten hat die Möglichkeit für ein Abschlussstatement, wo er sagen kann, was ihm besser gefallen hätte, wenn, oder was ihm gut gefallen hat, oder was er vermisst hat, oder die Botschaft an die Teilnehmer, oder die Botschaft an Angela, oder die Botschaft an die Anbieter, vollkommen frei, unkommentiert. Es gibt nur eine ganz kleine Regel. Das Statement hat maximal 3 Kommas und 3 und einen Punkt. Und ich zähle mit, jeder, der überzieht, zahlt dem Moderator, das bin ich, eine Flasche teuren, Winfried, guten Single Malt. Ja, also. Das bezieht sich auf meinen letzten Whisky, den ich geschickt habe. Und hier, Thomas fängt an. Statement, ich bin kein großer Mann von Statements. Ich glaube einfach, dass wir eine interessante Zukunft vor uns haben und die wird auch mit der Cloud sein. Auch in Deutschland. Da bin ich fest davon überzeugt. Ich glaube, der Aufbruch in die kollaborative Netzwerkökonomie ist alternativlos und dem müssen wir entsprechen. Hätte ich nicht von dir gedacht. Wochenlang trainiert. Dass das so kurz ist, ne? War Spaß. Ich glaube, dass die ECM-Branche, die dann hoffentlich nicht mehr so heißt und auch diesen Namen nicht braucht, sich auf aufgabenzentrierte Lösungen konzentrieren muss, um die Probleme der Gesellschaft, der Betriebe, des Miteinanders dieser Organisationen erfolgreich und kostengünstig über die Bühne zu bringen. Du kriegst kein Whisky von mir, ich bin fertig. Kommas, du hast mit Kommas gearbeitet, massenweise Kommas. Das ist bei humanistischer Bildung ist das so, man kennt eingeschobene Nebensätze, man kennt Parenthese. Ja, also das diskutieren wir beim Whisky. Ja? Thorsten. Das gehört auch dazu, es kostet halt Whisky. Darauf sollst du nicht ankommen. Also ich denke, im Rahmen der Digitalisierung müssen sich viele Anwenderunternehmen schlicht neu erfinden, ihre Geschäftsmodelle überdenken. Danke, das trifft's auch. Und hier, alle, die hier mit ihren Ständen sind, müssen das auch überdenken, wie sie zukünftig agieren, ob sie gemeinsam was machen, ob jeder versucht, hier mit eigenen Mitteln für sich selbst hier durch die Welt zu schleichen. In einer Ära der Globalisierung, wo die internationalen Konzerne nur warten, sich die Rosinen hier rauszupicken, wo es darum geht, diese immer komplexer werdende Welt irgendwie zu entkomplexisieren, wo es darum geht, die Anwender mal wieder ernst zu nehmen, sich von Akronymen zu trennen und sei es beim Streuselkuchen. Und ich sage vielen Dank an alle, die mitgemacht haben und ich wünsche einen guten Heimweg. Danke.